der Nissan GT-R LM Nismo von 2015. Im Frühjahr 2014 kündigte die Nissan Motor Company an, dass sie im folgenden Jahr mit einem GT-R-Auto in der LMP1 Hybrid-Klasse am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilnehmen würde. Sie enthüllten ihr Fahrzeug im Februar 2015, doch es war etwas mit einer revolutionären Struktur, die sich niemand hätte vorstellen können. Das Auto mit dem Namen GT-R LM Nismo, ein Rennwagen-Prototyp, der die Ruhephase von 16 Jahren seit dem letzten Prototypen, dem R391 von 1999, beendete, wich von der Norm ab, da sein Motor vorne platziert war. Und nicht nur das, er hatte auch einen Frontantrieb. Durch den Einbau des Motors vorne eröffneten sich mehr Freiheiten für die gesamte Gestaltung des Autos, wodurch aerodynamische Vorteile erreicht werden konnten. Es ist nicht überraschend, dass die einzigartige Idee von Ben Bobley kam, der das Chassis und die Karosserie entworfen hat. Immerhin ist dies derselbe Mann, der auch für die Autos wie dem Delta Wing und dem ZJRC verantwortlich ist. Die Karosserie besteht aus einem Monocoque-Chassis und einer Außenhaut aus Carbon mit einem Minimalgewicht von 880 kg. Unter der langen Fahrzeugnase befindet sich ein 3 Liter Direkteinspritzungs V6 Motor mit Twin Turbo, gepaart mit einem Energierückgewinnungssystem. Hinter dem Steuer sollten neben Nissans im eigenen Haus herangezüchteten Fahrern Michael Krumm und Tsugui Matsuda, außerdem die GT Academy Absolventen Lukas Ordonez und Jan Mardenberg sowie Mentor Alex Bukombe, dem ehemaligen Formel 1 Fahrer Marc Genet und Max Chilton sitzen. Schließlich Harry Tinknell und Oliver Pla, die eine großartige Vergangenheit im Sportwagen-Rennsport hatten. Nissan wird bei der ersten Runde der FIA World Endurance Championship 2 Autos am Start haben und mit 3 Autos am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilnehmen, mit dem Gesamtsieg als großes Endziel. So, dann gucken wir uns doch mal an, wie sich das Fahrzeug so fahren lässt. Heute bin ich hier mal wieder mit dem Pad unterwegs, weil ich ein bisschen Probleme mit meinem Lenkrad habe und diesem Fahrzeug. Denn es ist extrem schwierig, dieses Auto mit dem Thrustmaster T300 RS zu fahren. Denn es ist einfach extreme Force-Feedback gewackelt dann am Start, was man kaum noch beheben kann. Ich glaube, das habe ich schon mal in der News-Sendung zu diesem Fahrzeug mal ein bisschen versucht, euch näher zu bringen. Und das ist eigentlich wirklich heftig und ich glaube, viele hatten das Problem. Deswegen greife ich hier mal aufs Pad zurück, ist aber auch nicht so schlimm, denn ich kann euch trotzdem sagen, wie sich dieses Auto fahren lässt. Ja, es ist erstmal ziemlich seltsam, dieses Auto zu steuern. Man hat immer wieder mal hier und dort ein bisschen untersteuern, aber es ist schon beachtlich, was man hier teilweise für Abtrieb generieren kann. Gerade in den schnellen Kurven habe ich mir manchmal gedacht, wow, trotz Frontantrieb so viel Abtrieb da, das ist schon heftig. Und das haben wir ja auch gerade in diesem Vorbericht ein bisschen erfahren, dass der Wagen auch wirklich auf Aerodynamik ausgelegt ist. Und das merkt man im Spiel zumindest gut an. In der Realität sah es ja leider etwas anders aus. In Le Mans der Wagen doch deutlich unterlegen gewesen, sogar langsamer teilweise als die LMP2 Autos. Und ja, das Problem lag nicht auf den Geraden, da war der Wagen wirklich gut dabei, auf dem gleichen Niveau wie zum Beispiel Audi oder Toyota. Aber in den Kurven hat er einfach so viel Zeit verloren, dass es gar nicht mehr möglich war. Extremes Untersteuern war hier immer wieder ein Problem und auch sehr oft stehende Räder. Die Gewichtsverteilung ist natürlich auch sehr speziell, die ist sehr weit vorne. So hier die 130R, da musste ich ein bisschen reinbremsen, sieht vielleicht ein bisschen seltsam aus, wie ich hier fahre. Aber der Wagen braucht auch so einen bisschen speziellen Fahrstil. Man muss immer darauf achten, dass die Vorderachse genau richtig positioniert ist und man nicht im falschen Moment zu viel Gas gibt. Man kann den Wagen teilweise gut rollen lassen und hat dann immer noch viel Abtrieb und Geschwindigkeit. Das muss man sich zunutze machen und dann kann man mit diesem Wagen auch ganz gut fahren.
Und es macht eigentlich auch viel Spaß, finde ich, den Wagen zu fahren im Spiel. Wie gesagt, mit dem Lenkrad hatte ich so meine Probleme, weil es einfach extrem gewackelt hat. Ein kleiner Ausritt. Und ich das kaum steuern konnte, weil das Lenkrad konnte ich kaum gerade halten. Das ist, glaube ich, ein bekanntes Problem. Hoffentlich wurde das noch gepatcht. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, eine große Fanbase für dieses Auto. Viele Leute finden den Wagen richtig cool. Ich finde ihn optisch auch verdammt geil. Aber das Konzept ist momentan einfach nicht wirklich konstruktiv bzw. zielführend. Was positiv ist, dass einer der Nissan oder ich weiß gar nicht, ob beide oder überhaupt einer, auf jeden Fall sind sie sehr lange im Rennen geblieben in Le Mans beim 24-Stunden-Rennen. Ich glaube, ich meine auch einer ist sogar ganz durchgekommen. Und das ist fürs erste Jahr für Nissan schon verdammt gut. Wobei man sagen muss, die haben natürlich auch schon Le Mans-Erfahrung mit dem Zero-D und dem Delta Wing gemacht. So, die Runde fahre ich noch zu Ende, dann gucken wir uns das Auto auch nochmal designmäßig ein bisschen an. Cockpit zeige ich euch gleich noch und auch die Außenkamera. Und ja, optisch sieht dieser Wagen ziemlich cool aus im Nismo-Design. Der zweite war übrigens im klassischen Design von Nissan aus den 90er Jahren, wo die da in der LMP1-Klasse gefahren sind. Was noch zu dem Wagen zu sagen gibt, ist natürlich ein Hybridfahrzeug mit einem Energierückgewinnungssystem. Da man hier einen V6 hat, schätze ich mal, dass die in der 6 MJ-Klasse unterwegs sein werden. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Aber unter euch da draußen sind viele Le Mans-Experten, auch unter meinen Abonnenten, was ich schon mitbekommen habe, was ich ziemlich cool finde. Ihr habt da auch immer sehr viel Ahnung und wenn ihr es wisst, könnt ihr es ja auch gerne mal in die Comments schreiben. So, jetzt aber der kleine Blick nochmal aufs Replay, auf das Äußere des Fahrzeuges werden wir uns nochmal ein bisschen konzentrieren und dann wird es natürlich auch gleich nochmal die Hotlap geben auf Le Mans, um mal zu schauen, wie sich der Wagen so im Vergleich zu den anderen LMP-Autos schlägt. Höchstwahrscheinlich würde er langsamer sein, denn er hat auch nur 650 LP, das entspricht eher den neueren Le Mans-Fahrzeugen und in dem Test sind meistens eher ältere wie der Jaguar XJR9. Oder eben auch, ich glaube, der, ja, ich weiß nicht, war auch der sauber Mercedes C9 dabei, bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall jetzt erstmal hier zu diesem Wagen. Optisch natürlich ziemlich geil. Die Front ist sehr, sehr lang, aber auch extrem flach und das Heck geht natürlich richtig weit runter. Da spart man sich eben den Platz, den ein Mittelmotor verbrauchen würde. Ja, das Monocoque ist sehr weit nach hinten versetzt. Was auch auffällig ist bei dem Wagen, die Auspuffrohre kommen schon am Ende der Motorhaube raus, also in der Mitte des Fahrzeugs nach oben quasi. Das ist sehr, sehr extrem und sieht auch ziemlich cool aus. Ist aber schwierig zu handeln in einem 24-Stunden-Rennen, weil nachts natürlich die Flammen, die da manchmal rauskommen, die sich doch ganz schön irritieren können. Also bei Nacht nicht unbedingt ideal für den Fahrer. Aber sieht natürlich extrem geil aus. Soundmäßig haben sie den Wagen auch gut hingekriegt, finde ich. Das Cockpit ist klassisch für ein LMP-Fahrzeug sehr, sehr unübersichtlich im Spiel. Man hat hier ein Multifunktionslenkrad mit allen möglichen Anzeigen, wie man es aus dem Motorsport kennt. In der Mitte hat man ein Mainboard mit verschiedenen Optionen. ERS sehen wir zum Beispiel auch, das Energierückgewinnungssystem. Es gibt viele Statusanzeigen und wie ein Rennwagen eben ist, einen Power-Schalter und hast du nicht gesehen. Die üblichen Sachen. Wir haben auch, man sieht die lange Motorhaube vorne noch, die ein bisschen die Sicht, ja, behindert und die Kotflügel links und rechts. Und wenn dann da eben jetzt noch zwei Flammen vorne rauskommen auf der Motorhaube und es dunkel ist, dann wird es echt wirklich schwierig. Und das sind eben so ein paar Nachteile des Cockpits, aber ansonsten sieht es schon ziemlich cool aus. Weitere Ansichten schauen wir uns mal vom Cockpit an, indem wir hier extra nochmal die Kamera können wir nämlich nochmal wechseln. Und zwar sehen wir hier nochmal den Blick nach hinten. Das ist natürlich ein Einsitzer, links und rechts sind ein paar Kopfstützen drin, eine Kamera und natürlich alles aus Carbon, logischerweise. Hier nochmal ein Blick über die Schulter. Das sieht auch ziemlich cool aus. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder zur Hotlap. So, dann schauen wir uns mal die Hotlap an hier auf Le Mans.
Traditionell teste ich ja in diesem Format alle Fahrzeuge der LMP-Klasse hier auf dieser Strecke. So auch den Nissan, und man hat hier schon in der ersten Kurve sehr, sehr viel Abtrieb, kann hier Vollgas rein. Ihr seht, wie viel Bewegung hier im Auto ist, das Fahrzeug ständig am Bouncen. Hier die Bewegungen in dieser Schikane gehen gut von der Hand. Das Auto in den Standardeinstellungen hier unterwegs. Jetzt geht es hier runter in diese Linkskurve, früh einlenken, viel Schwung mitnehmen, geht gut mit dem Wagen. Auch das Umsetzen beim Lastwechsel hier sehr gut. Das Fahrzeug hat eine sehr stabile Heckpartie. Frontantrieb ist ja immer schon eigentlich ziemlich stabil. Man hat immer halt nur Probleme mit dem, ja, mit dem Untersteuern. Hier auf die Schikane, auf die lange Gerade gut rausgekommen. Der Wagen hat auch gut Power dabei. Wir kommen hier ganz locker auf 240 gleich. Und da muss man auch schon wieder bremsen. Hier 204, 45, 46 haben wir hier Top Speed. Natürlich jetzt auch gleich die Rundenzeit nicht zu vergleichen mit dem, was ihr, die meisten von euch, in der GT Academy gefahren sind. Das hier ist nur eine schnelle Runde und der erste Versuch, um hier ins Ranking zu kommen. Jeder Wagen hat hier die gleichen Bedingungen. Hier seht ihr auch wieder, wie doll das hier am Wackeln ist. Das Fahrzeug also extrem viel Bewegungen ausgesetzt. So, dann hier wieder Anbremspunkt für die zweite Schikane, früh rein, Wagen lässt sich gut platzieren. Hier ist natürlich immer ein bisschen schwierig, diese Schikane gut zu erwischen, man will da natürlich schnell sein. Und hier auch das Hybridsystem, das ist echt gut, es hat hier immer noch einen kleinen Balken nach ziemlich langer Zeit, es entlädt sich also nicht sofort, sondern relativ lange, und das merkt man wohl wahrscheinlich auch gut. Und hier runter in diese Haarnadelkurve, die sehr schwierig ist, liegt das Fahrzeug auch sehr gut. Also gerade auf Le Mans ist der Wagen wirklich gut abgestimmt. Auf engeren Strecken könnte es schwieriger werden mit dem Frontantrieb. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass der Wagen keinen richtigen Frontantrieb hat, weil wahrscheinlich die Energie, die gewonnen wird, auf die Hinterachse gespeist wird. So stelle ich mir das vor. Und ich denke, deswegen hat der Wagen in den Kurvenfahrt eher einen Allradantrieb als einen Frontantrieb. So, hier diese Passage geht ganz gut mit dem Wagen. Da verliert man noch so ein bisschen Dynamik im Vergleich zu den anderen LMP-Autos. Aber man kommt hier doch einigermaßen gut durch. Auch hier eng durchfahren, sehr wellig. Der Wagen ist natürlich hier extrem, ja, extrem viel in Bewegung mit diesen ganzen Bodenwellen. Die Federung baut es wenig ab, es wird eher über die Karosserie abgefedert, habe ich das Gefühl. Sieht ein bisschen seltsam aus. Und jetzt geht es hier in die, auf die permanente Rennstrecke zurück in die Porsche-Kurven, sehr schnelle Passagen. Kann der Wagen ganz gut, aber da sieht man noch die Nachteile von dem Frontantrieb. Es ist schwierig hier den Wagen so zu platzieren, wie man es gerne hätte. Da hat man mit dem Mittelmotor-Konkurrenten doch einige Vorteile. Trotz des hohen Abtriebs hier, also gerade durch die Gewichtsverteilung, Probleme in den schnellen Kurven. Letzte Schikane ist auch noch ein bisschen tricky. Hier muss man natürlich den Vorderachse schon früh einlenken, damit man hier gut durchkommt. Das war jetzt also die Hot Lap in Le Mans. Wir schauen uns mal direkt das Zeitentableau an, und da war ich sehr überrascht, denn der Wagen ist wirklich verdammt schnell auf eine Runde. Wie gesagt, mit euren GT Academy Zeiten werde ich hier natürlich nicht mitkommen, aber eine 3,29 ist im Vergleich zu den anderen Fahrzeugen hier doch sehr gut. Damit ist der Wagen sogar schneller als der XJR9 von Jaguar. Die andere Zeit da übrigens, die habe ich, wollte ich eigentlich zeigen, die 33, aber da habe ich aus Versehen auf Neustart gedrückt. Und obwohl ich rausgehen wollte und das Replay zeigen, und so musste ich es normal fahren. Egal, da bin ich nochmal schneller gewesen. Ja, also, schöne Zeit vom Wagen. Der Wagen macht im Spiel sehr viel Spaß. In der Realität muss Nissan da allerdings noch eine Schippe nachschmeißen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.